Heute gehe ich mal ins Eingemachte. Normalerweise rede ich sehr theoretisch über Storytelling. Heute soll es darum gehen, wie man Storytelling in einem Unternehmen oder einem Team wirklich implementiert. Das da hinter mir ist übrigens mein Opa, der wusste eine Story immer zu schätzen, hat selber sehr viele erzählt und deshalb dachte ich, nehme ich ihn heute einfach mal mit ins Bild. Wie kommt es eigentlich zu diesem Video? Naja, es ist so, dass ich eine Menge Vorträge zu dem Thema halte. Ja, das heißt eine Menge, vielleicht 20 im Jahr, würde ich mal sagen, auf verschiedenen Branchenveranstaltungen, bei Kunden, bei Leads und so weiter und so fort. Und die meisten davon behandeln die Struktur des Storytellings, die behandeln, was für Typen es gibt und so weiter und so fort. Ich kriege normalerweise eigentlich auch ziemlich gutes Feedback dann anschließend nach den Veranstaltungen. Aber wenn ich 6 Monate später bei diesen Unternehmen anrufe und frage, okay, was habt ihr daraus gemacht, was ist daraus geworden, dann erfahre ich leider meistens nichts. Also es gibt eine Menge Wissen zu dem Thema, aber irgendwie ist es den Kunden, den Leads oder den Teilnehmern der Veranstaltung anschließend nicht gelungen, daraus auch wirklich etwas Praktisches zu machen. Das ärgert mich, weil ich natürlich einen Impuls geben will, der zu irgendetwas auch führt. Und deshalb möchte ich heute damit beginnen, euch den Weg ins Storytelling auf Basis des Wissens leichter zu machen. So, hier seht ihr mein Todoist. Da habe ich mir die 10 Punkte aufgeschrieben, über die ich heute reden will. Denn 10 Gebote sind ja doch relativ viel und die echten können wir auch fast alle nicht auswendig. Hier also eine kleine Übersicht dessen, was euch heute in diesem dann doch etwas längeren Video erwartet. Okay, also 10 Schritte zur Implementierung von Storytelling. Das erste, erst nochmal genau lernen, was eine Story überhaupt ist. Das zweite ist, eine prototypische Story schreiben für das Produkt oder das Unternehmen, über das ihr reden wollt. Das dritte ist, sich genau zu überlegen, wem man es erzählen will. Das vierte ist, die Infrastruktur zu schaffen, um Stories überhaupt aufnehmen zu können. Punkt 5 ist, Erzähler zu rekrutieren. Im 6. Punkt geht es darum, die Erzählungen zu sammeln. Im 7. Ein ganz wichtiger Punkt, wie wir gelernt haben in den letzten Monaten, solltet ihr die Fakten checken. Punkt 8, die Stories müssen geclustert werden. Punkt 9, Stories müssen natürlich irgendwann auch produziert werden. Und das 10. Ist, die Stories dann am Ende auch zu promoten, damit sie irgendjemand mitbekommt. Ich bin Deutscher, also fange ich nochmal bei den Grundlagen an. Natürlich müsst ihr wissen, was Storytelling ist. Dazu solltet ihr euch und euer Team anständig weiterbilden, entweder mit Hilfe von Workshops, ihr könnt es euch auch zusammen googeln, oder ihr fragt Coaches, von denen es mittlerweile einige in ausreichender Qualität gibt. Also hier habe ich 3 zum Beispiel, die auch Bücher veröffentlicht haben. Das ist Pia Kleine-Wieskamp, Petra Sammer oder der von mir auch sehr geschätzte Thomas Pitschak. Für Schritt 2 hole ich jetzt mal Opa wieder ins Bild. Oben links, rechts, ich weiß nicht so genau. Bin ich gut mit rechts und links. Worum geht's? Ich nehme jetzt einfach mal an, dass ihr eine Story schreiben wollt, beziehungsweise Storytelling implementieren wollt im Rahmen einer Produktkampagne oder einer Employer Branding Kampagne für euer Unternehmen. Wenn ihr damit beginnen wollt, ist es ganz besonders wichtig, dass ihr einen sogenannten Archetypen schreibt. Das heißt, ihr müsst die Story eures Produktes oder eures Unternehmens, wie sie vom Nutzer, also von euren späteren Zielgruppen, erlebt wird, einmal vernünftig aufschreiben. Am Ende ist es egal, ob ihr sie als Text aufschreibt, gleich als Video dreht, wie auch immer. Wichtig ist, dass ihr eine Struktur entwickelt, die ihr nachher mit anderen Nutzern wiederholen könnt. Das heißt, ihr müsst euch klar werden, welche der typischen Story-Strukturen eigentlich auf euer Produkt bzw. Unternehmen passen. Seid ihr mehr der Typ die Mission? Also können Nutzer mit eurem Produkt irgendetwas schaffen, was sie vorher noch nie in ihrem Leben, in ihrem Geschäft oder wo auch immer geschafft haben? Ist das ein vom Tellerwäscher zum Millionärprodukt? Ne? Also wird man damit reich, berühmt und schön und so weiter und so fort. Es gibt ja diese berühmten 7 Archetypen, die könnt ihr im Zweifelsfall auch nochmal nachgoogeln oder ihr schickt mir eine Nachricht und ich schicke euch ein entsprechendes Slide aus meinen Präsentationen. Erzählt diese Geschichte für euer Produkt, für euer Unternehmen einmal. Macht das gerne gemeinsam im Autorenteam, im Workshop, mit allen Teammitgliedern. Aber diese Struktur solltet ihr einmal klar haben, denn
In einer idealen Welt funktioniert es nachher so, dass wenn ihr die Nutzer befragt, die Mitarbeiter befragt, das heißt, wenn ihr Stories sammelt, diese eine ähnliche Geschichte erzählen. Denn auf diese Art und Weise kriegt eure komplette Storytelling-Kampagne einen echten Zusammenhalt und auch eine gewisse Wiedererkennbarkeit. Der dritte Schritt sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ihr müsst festlegen, wem ihr nachher die Geschichte eigentlich erzählen wollt. Oder wie man so schön sagt heutzutage, ihr müsst die Personas festlegen. Bei uns ist das mittlerweile für jedes Kommunikationsprojekt eine absolute Selbstverständlichkeit. Hier ist ein schöner Blick in unseren Meetingraum. Da sieht man es zwar vor kurzem mit einem Kunden, ein Storytelling-Workshop. Da sieht man da hinten die beiden Pappkameraden stehen. Das sind diejenigen, für die die Storytelling-Kampagne dann auch gedacht ist. Also es hilft schon, sich im Zweifelsfall die Leute auch mal vor Augen zu stellen. Warum ist das hier wichtig? Alle sagen doch immer, gute Story-Strukturen ähneln sich. Ja, das stimmt. Der Spannungsbogen funktioniert eigentlich immer ziemlich gleich. Aber die Tonalität ist natürlich je nach Zielgruppe eine andere. Oder auch die Kanäle, über die wir das ausspielen. Ne? Also ich erreiche ja Business-Menschen auf ganz anderen Kanälen, als ich das zum Beispiel mit jugendlichen Azubis zwischen 17 und 24 tue. Und nicht zuletzt bestimmt die Zielgruppe natürlich auch das Medium, das ich nutze. Das kann für eine Business-Zielgruppe durchaus irgendwie ein längerer Text sein, der auch mal geschrieben ist. Das kann ein Video sein, wenn ich auf YouTube lande, oder es ist eben eine Instagram-Story, die über 24 Stunden funktionieren muss. Also kurz und gut, auch für ein Storytelling-Projekt sollten Personas so gut ausgewählt werden wie für jedes Content-Marketing-Projekt. Schritt 4 ist, die Infrastruktur aufzubauen, die man braucht, um Stories einzusammeln, aufzunehmen und zu produzieren. Das kann je nach Zielgruppe mehr oder weniger teuer sein. Mal kann es reichen, irgendein Survey-Tool zu haben, um kleine Geschichten von Mitarbeitern zum Beispiel einzusammeln. Es kann aber auch heißen, dass ihr in eurem Team, in eurem Newsroom oder wo immer ihr gerade sitzt, vielleicht so eine kleine Studioatmosphäre schafft. Also, weiß ich nicht, zwei Sessel, eine Kamera davor oder ähnliches. Es kann sein, dass ihr Leute mit Handys ausstatten müsst, mit denen sie Instagram-Stories aufnehmen können und so weiter und so fort. Deshalb auch nochmal der Hinweis, warum es so wichtig ist, die Personas zu schaffen. Je nachdem, was ich am Ende personagerecht produzieren will, brauche ich die entsprechende Infrastruktur. Das ist durchaus ein eigener Schritt. Das braucht ein bisschen Überlegung. Viele stolpern da rein und sagen, alles geht mit dem Smartphone, das funktioniert nicht. Vielleicht würde das hier auch noch professioneller aussehen, wenn wir ein richtiges Studio hätten. Aber ich vertraue jetzt einfach mal, dass ein authentisches Video bei euch gut funktioniert. Kurz und gut, für die Kampagne, wenn ihr nicht schon perfekt ausgestattet seid, was die wenigsten sind, überlegt euch genau, was ihr anschaffen müsst, was für Tools ihr braucht, um Stories angemessen aufzuzeichnen. Als nächstes geht es darum, Erzähler zu rekrutieren. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Wege, die wir da ausprobiert haben. Das kann aus dem persönlichen Netzwerk stammen. Wenn ihr Kommunikator in einem Unternehmen seid, kennt ihr vielleicht Leute, wenn ihr eine Mitarbeiterstory erzählen wollt, von denen ihr auch wisst, dass sie gut erzählen können, dass sie lange dabei sind und so weiter und so fort. Das ist natürlich der einfachste Weg. Wenn ihr natürlich Kundenstories erzählen wollt, ist das ein bisschen schwieriger. Die wenigsten Leute in der Unternehmenskommunikation und im Marketing kennen genügend Kunden direkt. Das heißt, ihr müsst über eure Sales-Leute gehen. Ihr könnt natürlich auch eure Facebook-Seite nutzen und dort einen kleinen Aufruf starten, das Ganze vielleicht sogar incentivieren. Geht es weiterhin um Mitarbeiter-Stories, könnt ihr eure interne Infrastruktur nutzen, falls ihr ein Social-Intranet habt oder ein Enterprise-Social-Network oder ähnliches, könnt ihr in den entsprechenden Foren posten. Also ihr müsst einen Aufruf starten in den allermeisten Fällen, weil es eigentlich sehr wichtig ist, genügend Erzähler zur Auswahl zu haben, um anschließend die besten Geschichten rauszufiltern. Wichtig ist, dass ihr transparent macht, was ihr wollt. Wofür werden Geschichten gesammelt und was für Geschichten sucht ihr? Versucht das so genau wie möglich zu beschreiben, damit die Leute auch vorher ein Bild haben, ob sie in so einer Story oder mit ihrer Story in diesem Rahmen überhaupt featuren wollen.
Also bei Kunden haben wir die besten Erfahrungen gemacht im B2B-Bereich, wenn wir wirklich über Vertriebsleute, über Kundenbetreuer, über Key Accounts, wie immer sie bei euch heißen, gegangen sind. Im B2C-Bereich sind gerade Social-Media-Kanäle ganz schön, um auf Kunden zu kommen. Schlicht und einfach, weil die häufig von sich auch schon was erzählen und man sie dann entsprechend direkt ansprechen kann. Da hilft allerdings auch eine kleine Incentivierung, gerade wenn es zum Beispiel um ein Produkt geht. Jetzt kommen wir zum sechsten, natürlich enorm wichtigen Schritt. Ihr müsst die Menschen erzählen lassen. Das läuft nach dem Motto, Spontanität will gut geplant sein, weil es einerseits wirklich gute Planung braucht und Vorbereitung und andererseits man den Dingen auch ihren Lauf lassen muss. Planung heißt in diesem Fall, gebt ihnen vorher Fragebögen oder zumindest eine Liste von Fragen. Diese Fragen sollten sich einerseits auf das Projekt, auf das Produkt etc. beziehen, sollten natürlich aber auch eine Storystruktur haben. Also wenn ihr euch mal die übliche Storystruktur vergegenwärtigt, wie war es vorher, was war der, wie heißt das schön, Inciting Incident, der Punkt, wo sich alles verändert hat. Was ist dann passiert? Was gab es für Probleme und was haben wir letztendlich alle raus gelernt? Dann sollten sich diese Fragen, konkret bezogen auf das Produkt, die Kampagne, euer Unternehmen, wiederfinden und die solltet ihr vorher verteilen. Denn das eine ist schön, wir wollen natürlich möglichst authentische Geschichten haben. Das andere ist aber natürlich, dass wir Geschichten haben wollen, die auch eine gewisse Spannung haben. Weil nicht jeder, der eine Geschichte zu erzählen hat, die auch automatisch zu erzählen weiß. Außerdem, erinnert euch an einen vorigen Schritt, müssen diese Fragen natürlich dann auch nur zu eurem Archetypus passen. Also wenn jemand durch euch reich und schön geworden ist, dann sollte sich auch eine entsprechende Frage darin wiederfinden, sodass wir hinterher auch die Fakten haben, die das im Zweifelsfall belegen. Also das ist das eine, es braucht eine Vorbereitung, schickt ihnen das ein paar Tage vorher oder erzählt ihnen, wenn ihr sie vorher trefft, sozusagen beim Casting, worauf es eigentlich ankommt, damit die sich ihre Geschichte auch ein bisschen zurechtlegen können. So, das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Gesprächssituation. Wenn ihr über Fragebögen nur einsammelt, ist das überhaupt kein Problem, dann macht ihr das quasi über ein Formular und könnt natürlich die Antworten entsprechend steuern. Dann bekommt ihr allerdings auch meistens nur Text. Wenn ihr in Richtung Video geht, dann sucht euch am besten einen Profi oder zumindest einen sehr interessierten und gut ausgebildeten Laien, um das durchzuführen. Weil es sehr wichtig ist, das merken wir sehr häufig mit Fotografen, dass die Menschen, die ein Interview führen, die ein Gespräch führen, auch wirklich gut mit Menschen können. Und die weder furchteinflößend wirken noch zu anbiedernd, sondern die einfach das Vertrauen gewinnen und Menschen zum Reden bringen können, die auch die richtigen Fragen stellen. Also das ist gerade bei Video-Interviews enorm wichtig. Am besten bei Videos macht ihr alles in einem Take und schneidet es euch hinterher zusammen. Ihr könnt auch verschiedene Clips machen, falls er oder sie zwischendrin mal müde wird. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, dass es da Momente gibt, die andere im Zweifelsfall auch mitreißen. Wichtig aus meiner Erfahrung ist dabei nur unbedingt, dass ihr eher zu viel als zu wenig Material sammelt, weil es gerade, wenn man hinterher in der Struktur nochmal Änderungen hat, wenn einem einfällt, dass man Fragen vergessen hat, es sehr schwierig ist, die gleiche Situation nochmal wiederherzustellen. Und weder Kunden noch Kollegen noch Mitarbeiter schätzen es sehr, wenn man noch einen weiteren Termin vereinbaren muss. Insofern sammelt lieber zu viel als zu wenig, nehmt möglichst viel Zeit, wenn ihr sie erübrigen könnt und bearbeiten, kann man hinterher eigentlich alles noch. Solltet ihr selber eine Story bauen wollen, also zum Beispiel eine Instagram-Story oder ähnliches, dann macht ihr euch vorher ein Drehbuch. Idealerweise macht ihr euch wirklich so eine Art Script, sodass ihr wisst sozusagen, was ihr in den 24 Stunden zum Beispiel tun wollt. Ein kleines Storyboard kann in irgendeiner Form helfen. Das ist jetzt schon sehr vom Medium abhängig, was man da genau vorbereiten muss. Aber wie gesagt, Motto ist Spontanität will gut geplant sein. Das heißt, ihr braucht einen Plan und ihr müsst natürlich auch in der Lage sein, empathisch auf Reaktionen zu reagieren. Letzter Tipp vielleicht noch, seid so transparent wie möglich.
Das heißt, sagt von vornherein, was ihr damit vorhabt, und macht auch klar, wann er oder sie sich die Geschichte ansehen kann, sie durchlesen kann, dass es auch noch Möglichkeiten gibt, Einfluss zu nehmen, falls er oder sie sich anschließend vielleicht irgendwie doof vorkommt oder Dinge geäußert hat, die er oder sie am Ende nicht will. Gut, das wäre jetzt das Einsammeln von Stories und jetzt geht's ab zum nächsten Schritt. Dieser Schritt, nämlich Faktenchecken, ist in den letzten Wochen und Monaten noch mal wichtiger geworden, weil Storytelling durchaus auch in den Ruf gekommen ist. Es ging nur darum, Baron Münchhausen-Geschichten zu erzählen, also Lügengeschichten. Storytelling ist ein sehr mächtiges Mittel, wenn es eingesetzt wird. Man kann Leute gut überzeugen, man kann sehr glaubhaft wirken, auch mit den Geschichten anderer. Deshalb ist es wichtig, dass in allen Geschichten, die ihr nachher präsentiert, die Fakten stimmen. Also geht das Material durch, das ihr habt, guckt, ob das Produkt, über das da erzählt wird, all die Features hat, von denen vielleicht der begeisterte Kunde redet. Guckt, dass die Fakten über euer Unternehmen stimmen, wenn Mitarbeiter etwas sagen und so weiter und so fort. Ich würde da wirklich durchaus ein, zwei Tage Fact-Checking investieren. Sowas können super Praktikanten machen, aber am Ende sollte letztlich immer noch mal ein Verantwortlicher drüber gucken und dann auch wirklich quasi die wichtigsten Fakten abzeichnen. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn eure Storytelling-Kampagne oder eure interne Change-Initiative daran scheitert, dass ihr alle die Glaubwürdigkeit verliert. Bevor ihr in die endgültige Produktion einsteigt, solltet ihr all die Stories, die ihr eingesammelt habt, clustern. Clustern heißt dabei, ihr nehmt alle Stories, die ihr habt, Text, Bild, was auch immer, und seht sie euch alle einmal an. Ihr werdet relativ schnell feststellen, dass nicht alle Stories den gleichen Charakter haben, dass nicht alle Stories die gleiche Qualität haben, die gleiche Detailfülle und so weiter und so fort. Das heißt, man kann nicht aus jeder Geschichte, die man eingesammelt hat, irgendwie das große, epische Video bauen. Es mag Geschichten geben, die vielleicht nur als Anekdote taugen. Manche Geschichten taugen vielleicht nur so als kleines Zitat. Von manchen kann ich vielleicht nur ein Testimonial bauen, Gesicht und ein kleines Statement dazu. Andere Geschichten wiederum kann ich in voller Länge ausspielen, auch wenn sie 7 Minuten dauern. Und ich habe die Möglichkeit, jemandem bei etwas wirklich Spannendem zuzuhören. Seid da relativ rigide. Wenn ihr vorhin auf mich gehört habt, habt ihr wirklich viel Material und könnt es euch leisten, wirklich nur das Beste herauszulösen beziehungsweise alles entsprechend seinem Zweck einzuordnen. Ein Schema, das ihr dabei benutzen könnt, haben wir hier bei uns entwickelt. In unseren Workshops sagen wir ja immer, es gibt 3 Grundelemente, die aufeinander aufbauen und die zu einer Geschichte gehören. Character, das heißt, es braucht eine individuelle Perspektive. Conflict, das heißt, irgendetwas muss passieren. Und den Plot dann, wenn eine Geschichte quasi entsprechend einer der Archetypen entlang auch wirklich funktioniert hat, also wirklich eine in sich geschlossene Erzählung bildet. Diejenigen, die einfach nur eine individuelle Perspektive bieten, ohne einen Spannungsbogen oder Ähnliches, die nennen wir bei uns Experiences. Das sind kleine Anekdoten vielleicht, das sind Ratings, das sind Testimonials, die man als Beiwerk benutzen kann, flankierend in Social Media, auf der Website, in der rechten Spalte und so weiter und so fort. Das zweite nennen wir Legends, das sind so klassische User Stories. Die zeigen, dass es einen Konflikt gab, aber die folgen nicht unbedingt einem Plot oder bieten nicht die Materialfülle, die man für einen wirklichen Plot, das heißt für eine echte Geschichte braucht. Die dritte Ebene, das sind bei uns die sogenannten Epics, das heißt, das sind Geschichten, die quasi der Heldenreise folgen und die genau der Geschichte entsprechen, die ihr ganz am Anfang für euer Produkt, euer Unternehmen etc. festgelegt habt. Wenn ihr euch ein kleines Diagramm macht, die Bilder nehmt von den Menschen, die euch Geschichten erzählt haben und dann zuordnet, was, wie, wo am besten benutzt werden kann, seid ihr eigentlich ganz gut dabei, weil dann spart ihr euch im nächsten Schritt aus jeder einzelnen Geschichte ein episches Video zu machen und könnt von vornherein auch die Produktionsbedingungen so skalieren oder die Produktionsaufwände so skalieren, dass sie am Ende auch Sinn machen. Das heißt übrigens nicht, dass zum Beispiel die Experiences weniger wertvoll sind. Sie machen dann anschließend nur wesentlich weniger Aufwand beim Produzieren und erfüllen auch den Zweck,
den sie im Rahmen haben, nämlich eher, sagen wir mal, flankierende Glaubwürdigkeit zu bringen, wesentlich besser, als wenn ich sie überstrecke und versuche, daraus eine riesige Geschichte zu bauen. Jetzt geht es darum, die Stories auch angemessen zu produzieren. Darüber könnte man wahrscheinlich ein Video machen, das noch länger ist als das, mit dem ich euch hier aktuell quäle. Deshalb will ich nur 3 Punkte erwähnen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Das erste ist handwerkliche Qualität. Das hat viel mit der Kanalauswahl zu tun. Also wenn ihr einen Kanal habt, den die Leute hauptsächlich mobil ansehen, macht es wenig Sinn, am Ende Videos zu produzieren, die alle hochkant laufen. Solche Geschichten für Bilder braucht ihr die richtigen Größen, für Social Media, ihr braucht anständige Auflösung, wenn ihr irgendetwas drucken wollt und so weiter und so fort. Und auch die Produktion selber ist wichtig. Da würde ich ehrlich gesagt, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, auch mal auf Profis zurückgreifen und im Zweifelsfall dann auch wirklich jemanden holen, der das Letzte aus einem Video rausholen kann, zum Beispiel. Also Schritt 1, handwerkliche Qualität. Das zweite ist, produziert die Stories entsprechend eurer Archetypen. Wir hatten das ganz am Anfang, da habe ich gesagt, produziert einmal die Basis-Story für euer Produkt, für euer Unternehmen. Seht zu, dass die Stories trotz aller Individualität einen Spannungsbogen aufweisen, der ungefähr dem entspricht, den eure Grundstory aufweist, weil das bringt am Ende den Zusammenhang zwischen den einzelnen Geschichten. Die Individualität kommt durch die einzelnen Personen hinein. Also keine Angst davor, ein bestimmtes Schema auch öfter mal zu wiederholen. Und das dritte ist, holt das allerletzte raus. Es war relativ viel Aufwand. Das heißt, seht zu, dass ihr nicht nur die großen Stories macht, seht zu, dass ihr auch kleine Testimonials und Zitate da rausholt. Es gibt den schönen Begriff vom Vogel Verlag hier, MIUs, Minimum Information Units, zerlegt das in viele kleine Einzelteile, die ihr nachher auch noch in Instagram oder Facebook Stories verwenden könnt und so weiter und so fort. Ihr habt ganz viel Rohstoff, den ihr jetzt aus meiner Sicht ganz hervorragend für die nächsten, 3 oder 6 Monate immer wieder verwenden könnt. Also nicht nur 5 Geschichten, die seriell ausspielen, sondern sehen, was kann ich rausholen, was kann ich damit machen, um meine Botschaft immer wieder und wieder zu wiederholen. Im Zweifelsfall auch ohne die Story dazu, sondern einfach nur als Fakten für irgendeine Redaktion und so weiter und so fort. Ihr habt eine Menge Gold in der Hand, benutzt es und investiert durchaus die Zeit, die das macht, kleine Schnipsel aus Videos zu schneiden oder Zitate aus Texten zu holen. Der letzte Schritt, auch wenn es der letzte ist, ist hyper, mega, super wichtig. Ihr müsst eure Stories promoten. Ich weiß, Geschichten sind faszinierend, Leute sind davon begeistert, aber sie werden es definitiv nur dann sein, wenn sie von euren Geschichten auch erfahren. Denn es mag durchaus sein, dass Reklam keine Reklame braucht oder vielleicht brauchte. Ich habe das hier, als ich nach Werbung gesucht habe, im Internet gefunden, in der Website vom Literarischen Museum. Aber ihr braucht sie auf alle Fälle, weil es, wie wir wissen, nun mal sehr viel Content gibt und ihr dort durchdringen müsst. Und das betrifft sowohl interne Zielgruppen als auch externe Zielgruppen. Deshalb solltet ihr durchaus in Erwägung ziehen, zum Beispiel extern Geld auszugeben für Paid Promotion über Social Media, in Suchmaschinen, was immer angemessen ist und zu eurem Content passt, aber auch intern. Sorgt dafür, dass ihr in jedem Medium wirklich auftaucht, dass die Leute über euch reden, macht was im Enterprise Social Network, kapert die Seite, die Startseite des Intranets und so weiter und so fort. Ihr müsst sehen, dass euer Content vor die Leute kommt. Eine nette Idee habe ich noch, die ich leider bisher noch nie verwirklichen konnte. Ihr könnt aus eurem dokumentierten medialen Storytelling auch noch ein Live-Storytelling machen. Wenn ihr gute Erzähler habt, ladet die auch durchaus mal auf dem Podium ein, intern oder extern, und macht so eine Art Diskussions- und Erzählveranstaltung, vielleicht so eine Art Story-Slam, weil das, machen wir uns nichts vor, am Ende immer noch wesentlich faszinierender ist als all das, was wir in einem Video sehen.
Letztendlich hat das hier auch viel mit ganz professionellem Handwerk zu tun. Macht einen anständigen Redaktions- oder Kampagnenplan, nutzt Tools wie Scompler, um das vorauszuplanen, um das über mehrere Monate auch ausspielen zu können. Nur sorgt dafür, dass ihr auch wirklich alle Kanäle zur richtigen Zeit bedient und es vor eure Personas bekommt. Ach ja, letztes noch, messen solltet ihr auf jeden Fall. Dann könnt ihr die besten Storyarten noch nachproduzieren. Aber jetzt ist auch endlich mal gut, würde ich sagen. Ein Fazit von 10 Schritten zu versuchen, ist wahrscheinlich etwas viel. Und außerdem, diejenigen, die hier angekommen sind, sind jetzt höchstwahrscheinlich auch ziemlich müde. Deshalb vielleicht nur noch ein Satz oder vielleicht werden es auch 2 oder 3 zum Schluss. Ich hoffe, dass über diese 10 Schritte klar geworden ist, dass Storytelling mehr ist als ein Buzz, eine abstrakte Geisteshaltung oder Ähnliches. Haltung ist wichtig im Storytelling, es hat was mit Authentizität und es hat was mit Empathie zu tun, aber im Hintergrund, ja, man sieht ihn nicht so richtig, doch, naja, ihr habt ihn da ist er. Im Hintergrund, mein Opa hätte gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt, Storytelling lässt sich operationalisieren. Wir arbeiten jetzt gerade in der Agentur daran, aus diesen 10 Schritten etwas zu machen, was man quasi in ein Lernprogramm für eine Unternehmenskommunikation oder ein Marketing verwandeln kann. Wenn ihr daran Interesse habt, inklusive Zeitplan, Steps, Lerneinheiten und so weiter, dann hinterlasst gerne einen Kommentar unter diesem Video oder unter dem Beitrag, in dem das Video eingebunden ist. Wir helfen euch da gern weiter. Aber ich habe doch so die Hoffnung, dass ihr, wenn ihr mitschreibt, vielleicht auch ganz von alleine dahin kommt, die besten Geschichten zu erzählen, die in eurer Branche möglich sind. So, ich wünsche euch jetzt einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend und vielleicht setzt ihr euch heute Abend noch mit ein paar Menschen zusammen, die gute Geschichten erzählen können, denn am Ende des Tages ist es ja auch etwas sehr Schönes, Privates. Macht's gut und man sieht sich.